und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich ein super leckeres und ganz, ganz schnell gemachtes Mousse au Chocolat und zwar mit Nutella-Geschmack und vegan. Total einfach gemacht aus der Küchenmaschine und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für die schnelle Schokoladenmousse brauchen wir nur wenige Zutaten und das sind folgende. Und zwar habe ich hier einmal Kokosmilch und zwar ist das Vollfett-Kokosmilch, damit das Ganze dann auch wirklich schön cremig wird. Dann habe ich hier ein paar Haselnüsse, die habe ich für ein paar Stunden in Wasser eingeweicht. Da könnt ihr entweder kaltes Wasser nehmen, dann dauert es länger oder übergießt das Ganze mit heißem Wasser und dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller. Wer möchte und ganz viel Zeit hat, kann das Ganze auch über Nacht ziehen lassen im Kühlschrank. Dann brauchen wir ein paar Datteln für die Süße. Die habe ich auch in Wasser eingeweicht. Und als Tipp, nehmt am besten die Medjool-Datteln. Das sind die ganz großen Datteln, die Königsdatteln, da sie wirklich schön weich sind und so richtig schön fleischig sind. Dann brauchen wir noch ein bisschen Schokolade. Ich habe hier ganz dunkle Schokolade gewählt mit mindestens 85% Kakaoanteil. Dann ist nämlich weniger Zucker drin und viel, viel mehr Kakao. Somit ist es nicht so süß und außerdem sind sie dann auch vegan. Dann brauchen wir noch ein bisschen Salz und dann gebe ich noch ein bisschen Tonkabohne dazu. Das ist optional. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr das natürlich auch weglassen. Oder wer zum Beispiel eine weihnachtliche Schokomousse gestalten möchte, könnte zum Beispiel ein bisschen Lebkuchengewürz hinzufügen. Das Einweichwasser, das werde ich jetzt wegschütten, die Nüsse noch mal ein bisschen gründlich abspülen und dann gebe ich das Ganze in den Mixer. Und so ist euer Mousse au Chocolat jetzt schon fertig. Das Ganze gebe ich jetzt in den Kühlschrank für ein paar Stunden, bis es fest geworden ist. Und dann könnt ihr es herausnehmen und schon genießen. Ja, und so schnell und einfach habt ihr leckere Schokoladenmousse hergestellt, aus dem Mixer, ruckizucki fertig, vegan, gesünder, ohne Haushaltszucker, also wirklich perfekt, auch als Weihnachtsdessert würde ich sagen. Schnell vorbereitet, könnt ihr auch sehr gut übrigens auch vorbereiten, einen Tag vorher oder so und im Kühlschrank lagern, das ist überhaupt kein Problem. Und ich denke, Schokomousse, das hat wirklich jeder gerne, also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Alternativ könntet ihr statt den Nüssen natürlich auch Mandeln verwenden oder was auch noch besser ist und noch cremiger wird, wäre zum Beispiel Mandelmousse oder Haselnussmousse zu verwenden. Dann habt ihr keine kleinen Stückchen drin, sondern das Ganze wird noch geschmeidiger und noch cremiger. Müsst ihr mal ausprobieren. Die ganzen Mengenangaben, die findet ihr wie immer auf meinem Blog www.fraujannik.com. Schaut dort vorbei, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie es euch geschmeckt hat, denn ihr wisst ja, das freut mich jedes Mal riesig. Und wenn ihr mir Fotos schicken möchtet, geht das natürlich auch und da am besten über Instagram und da am besten den Hashtag Frau Jannik benutzen, damit ich die Fotos auch sehen kann. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.